InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Aloha hieß es für die Gäste an diesem Abend in der Therme Geinberg. Karibische Klänge und Tänze am Sandstrand, dampfende Saunagäste und warm bekleidete, sich mit Glühwein wärmende Besucher. Alles ist möglich, denn die Therme Geinberg hat nun auch eine karibische Saunaoase. Wir haben ja für den Sommer die Karibiklagune und das war so die Idee, diese Karibik-Thematik auch hinüberzunehmen in die Sauna und daraus ist dann sozusagen die heutige Karibik-Sauna-Oase entstanden. Es ist einfach das Flair, das wir in die Sauna bringen wollten, das heißt das Flair mit Sand, mit Palmen, mit entsprechenden Outdoor-Einrichtungen, also im Sauna, im Freien draußen, das heißt nicht im Indoor-Bereich und die entsprechende Einrichtung auf einem, ich sag mal, Badesteg. Die Gäste, die hierher kommen, wollen natürlich jedes Jahr was Neues sehen, wollen neue Attraktionen erleben, wollen auch Spaß haben. Und das war eben auch wiederum ein Schritt, den wir gesetzt haben, der eben die Sauna selbst betrifft. Und wir gehen davon aus, dass es somit auch ein Saunaerlebnis im Winter als auch im Sommer geben wird. Wir haben hier noch entsprechende Reserveflächen. Das ist ein sehr erfreulicher Status. Das heißt, wir denken heute schon nach über die nächsten Erweiterungen, sind aber natürlich noch in einem Vorplanungsstadium. Geinberg. Ohne die Therme wäre der Ort längst nicht so bekannt. Wir sind uns bewusst von unserem Schatz, dem heißen Wasser. Und wir glauben, wir haben einen sehr guten Partner mit der Therme in Geinberg. Und mit Übersicht wird alles sehr positiv sich weiterentwickeln. Es sind die Ideen, die der Therme die Marktpositionierung gewährleisten. Wir haben vor 2 Jahren die karibische Salzwasserlagune eröffnet, also diesen karibischen Thema, dieses karibische Ambiente hier im Innviertel promotet. Und mit dieser karibischen Saunaoase wird dieser karibische Faden einfach fortgesetzt. Es ist einerseits wichtig, um ein Profil am Markt zu haben, sich gegenüber den Mitbewerbern zu differenzieren, sich zu unterscheiden. Und auf der anderen Seite wollen wir hier ein sehr emotionales Thema, nämlich Urlaub in der Karibik, spielen, inszenieren und das nicht nur im Sommer, sondern auch in Übergangszeit und jetzt auch im Winter. Spielerisch ist in der Therme die Sauna zu sehen, aber auch Sport und Fitness können hier spielerisch umgesetzt werden. Spielerische Angebote bei uns erstrecken sich über Aerobic, über Kräftigungseinheiten, was mittlerweile jetzt starkes Thema ist. Wir befinden uns ja im Winterhalbjahr eine koordinative Skigymnastik, das heißt Skigymnastik auf koordinativen Elementen, die wiederum für Sturzprophylaxe sorgen, die auch für die Gelenke optimal sind, die für kleine Muskelstrukturen praktisch optimal sind, die eigentlich auch wiederum jeden Menschen angehen, der jetzt in ein gewisses Alter kommt, Skifahren geht oder wo auch immer sich bewegt oder einfach für sich was Gutes tun will. Von der Karibik zum Skifahren, auch das liegt in der Therme Geinberg nur einige Schritte voneinander entfernt.